Zu unserem ersten Speaker habe ich mir die Seite angeguckt, was ich im Internet gefunden habe, habe eine Anmoderation von ihm bekommen und war spannend. Meditationscamps, Reha-Zentren für Drogenabhängige und mehrfache Auftritte mit Anthony Robbins in London. Die Welt ist sein Zuhause, Europa, Amerika, Asien, um mal einige Stationen zu nennen. Von sich selbst sagt er, über den Tellerrand schauen, Verantwortung übernehmen und Grenzen überschreiten. Das macht ihn aus. Seit mehr als 20 Jahren ist er jetzt als Therapeut tätig und er gibt uns heute eine kleine Quintessenz aus seinem bewegten Leben. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe. Eine Geschichte, die noch eine weitere Geschichte im Bauch trägt. Herzlich willkommen, Pedram Mogadam. Dankeschön. Bitteschön. Ich glaube, ich werde mich erst mal ein bisschen warm anziehen bei dieser schönen Runde. Könnt ihr mir glauben, wenn ich sage, dass die erfreulichsten Dinge, die wichtigsten Dinge im Leben keine Dinge sind? Wir als Redner haben meistens viel mehr Freude, wenn wir einfach eine Möglichkeit haben, irgendwo zu reden und das Publikum später halt mit mehr Lebendigkeit, mit mehr Freiheit, mit mehr Hoffnung zu hinterlassen. Das sind alles keine Dinge. Auch gegenseitige Unterstützung ist keine der Dinge, die wir anfassen können. Könnt ihr mir glauben, wenn ich sage, dass wir alle trotzdem Dinge haben, an denen wir festhalten, wie zum Beispiel dieser Pullover? Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Und trotzdem verbinden wir die manchmal mit anderen Geschichten oder Emotionen. Und daher halten wir daran fest. Könnt ihr mir glauben, wenn ich sage, dass wir alle Geschichten haben, die überwältigend schön waren oder überwältigend schmerzhaft waren, und dass wir daran festhalten? Und allein dieses Festhalten, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist, kostet uns gewisse Art Kraft und Aufmerksamkeit, und das beraubt uns so ein bisschen die Freiheit, voranzukommen. Deswegen liebe ich das auch so sehr, wenn ich diese Momente finden kann, egal wie vergraben die sind oder verarbeitet, und loslassen kann. Einer dieser Schätze habe ich heute mitgenommen. Und das wird vielleicht auch erklären, was bestimmte Paradoxien existieren. Wer ist hier Vater oder Mutter? Ah, schon einige, danke. Wer hat keine Kinder? Okay, was mit Ihnen? Okay. Nein? Okay. Bei mir ist es paradoxerweise so, dass ich zwar keine Kinder habe und trotzdem ein Vater bin. Und damit ihr das verstehen könnt, muss ich euch natürlich in mein Schlafzimmer mitnehmen. Vor 2 Wochen bei uns im Schlafzimmer ist es dunkel. Keiner sieht was. Und Marie und ich liegen auf dem Bett. Ihr kennt das ja vielleicht, manchmal sind die Augen einfach zu müde, um sie aufzumachen, das Licht anzumachen. Trotzdem ist man innerlich hellwach. Und wenn Marie von der Arbeit, beziehungsweise von der Schule, sie macht jetzt gerade Heilpraktiker-Ausbildung, wenn sie nach Hause kommt, dann gibt es eine Sache, worauf ich gar nicht verzichten will. Dass sie ihren Kopf auf meine Schulter legt, sich an mich anschmiegt. Das sind schöne Sachen, die ich gerne haben möchte. Außerdem haben wir eine fantastische Matratze. Es ist eine Thermoschaum-Matratze, der unterstützt einen sehr schön hinten und trotzdem schmiegt es sich auch an dem Körper an. Und es ist ein unheimlich angenehmes Gefühl, da drauf zu liegen. Das sind eher so die Charaktere, die in der Geschichte mitspielen. Aber ich werde euch noch genauer erzählen, was im Schlafzimmer wir Abnormales veranstalten. Wir erzählen uns philosophische Geschichten. Marie fängt an und sie erzählt von einem Mädchen, die am Strand spazieren geht und einen Stein findet, so einen Stein wie dies hier. Der Stein schmiegt sich auch sehr schön an ihre Hand und sie fühlt sich total schön dabei, diesen Stein zu streicheln. Es fühlt sich so, als wäre es ein Teil von ihr. Und sie möchte diesen Stein nie verlieren. Wie kann man sowas nie verlieren? Wie kann man ewig daran festhalten?
Sie entscheidet sich, den Stein irgendwo beiseite zu legen, weil die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Und einfach die Freude, diese Liebe, die sie mit diesem Stein verbindet, in sich trägt und mit sich mitnimmt. Diese Geschichte bringt uns beide zum Schmunzeln und eine Freude, weil es nicht nur da aufhört, sondern es gibt eine Geschichte, die dem ähnlich ist, aber früher liegt. Und in der Zeit jetzt für uns ein großer Schatz geworden ist. Dafür müssen wir 2 Jahre zurückgehen, 2012 im September, also ungefähr ähnliche Zeit wie jetzt. Es ist dunkel, der Mond ist halb voll und ich bin im Keller. Ich bastle an einem selbstgebauten Projektor herum, das haben wir mit Overhead-Projektor gebaut und einen Monitor kaputt gemacht und wieder da drauf gelegt. Und der projiziert jetzt HD-Filme. Wir haben einen Tag davor auch Jackie Brown gesehen. Kennt jemand den Film? Von Tarantino. Aber ich bin gar nicht mit der Aufmerksamkeit auf dem Film, weil Marie ist schwanger. Und unsere Tochter tritt manchmal gegen ihren Bauch. Und es gibt nichts Spannenderes, wenn sie dagegen tritt. Auch die Ultraschallbilder, wenn sie als Gummibärchen schon so tanzen kann, wie ich Merengue tanze. Oder ihr Herz doppelt so schnell schlägt wie Maries Herz. Das sind alles keine Dinge. Und das freut uns so unheimlich, dass wir gar nicht auf den Film gucken. Aber heute, es ist an diesem Sonntag, da kommt sie zu mir hin und sagt, ich fühle mich nicht so gut, kannst du irgendwas machen? Selbstverständlich bin ich die ganzen 7 Monate derjenige, der zuständig ist für ihre Launen. Aber diesmal sieht das nicht so aus, als wären das diese normalen emotionalen Auf und Abs, die ich von ihr kenne. Und ich halte ein bisschen inne. Nachdem wir die Hebamme anrufen, sagt sie auch, diese Ungewissheit ist das, was euch fertig macht. Fahrt einfach zum Krankenhaus, holt euch Gewissheit, vielleicht ist alles in Ordnung. Die Strecke ist ungefähr 10 Minuten Fahrt mit dem Auto, ist nicht so weit, aber diese Gedanken, die von allen Seiten auf mich drücken, es sind Sachen, die ich nicht wahrhaben will, versuche dagegen zu drücken, aber sie versuchen sich auch immer reinzuquetschen in meinen Kopf. Das sind Sachen, die ich einfach nicht haben will. Und ich weiß, wie ich mich fokussiere, aber trotzdem in diesem Moment sind die Emotionen und die Gedanken sind manchmal stärker. Und dieser Kampf, den will ich stoppen. Und ich glaube, allein dieser Gedanke zu stoppen, ist das, was die Zeit stoppt. Und diese 10 Minuten kommen mir vor wie eine Unendlichkeit, wie eine Ewigkeit. Wenn wir im Krankenhaus ankommen, entscheide ich, dass ich die Verantwortung übernehmen muss und es ist gewisser Art eine zwanghafte, vernunftgesteuerte Tätigkeit, was ich mache. Ich weiß gar nicht, was ich sage, aber scheinbar sage ich die richtigen Sachen. Wie kommst du zu der richtigen Abteilung? Und die Schwester misst mit ihrem Gerät. Normalerweise müssten wir die Herztöne hören. Sie untersucht noch ein bisschen und sagt, okay, ich will euch nicht nervöser machen. Ich hole den Arzt. Der Arzt kommt mit so einem mobilen Ultraschallgerät und misst alles. Wir haben die letzten 7 Monate immer Bewegung gesehen. Und ich sehe jetzt eher den Arzt, den jungen Arzt, wie er nervös wird und sagt, wir müssen jetzt in einen anderen Raum reingehen, der ist größer, wir können da bestimmt was sehen. Wenn wir in einem Raum sind, höre ich ein Tippeln. Das ist aber nicht die Herztöne von unserer Tochter, sondern seine nervösen Finger, die er auf dem Tisch legt. Der guckt zu uns hin, ganz vorsichtig sagt er, ihr wisst, was das bedeutet? Alles, was wir geplant haben, die ganzen 7 Monate, alles, was wir Schönes uns vorgestellt hatten. Es gibt ja nicht nur Geschehnisse, die in der Vergangenheit schön waren. Es gibt auch Momente, die wir in der Zukunft projizieren, die so schön sind, dass wir daran festhalten wollen. Wir wollen um jeden Preis diese Momente erreichen. Es scheint so, als würde das alles zusammenstürzen. Ich habe zwar keine Hoffnung, aber in meiner Verzweiflung sage ich dann, vielleicht ist es nur vorübergehend, vielleicht verändert sich das. Er sagt, okay, bei so einer Diagnose müssen wir einen anderen Arzt noch fragen. Da kommt ein älterer Arzt und der sagt, ja, das stimmt. Wann wollt ihr das raushaben? So kalt, so gefühllos. Ich werde schon aggressiv, wenn ich ihn sehe. Und das merken die auch, die gehen aus dem Zimmer raus. Sobald sie die Tür schließen, falle ich zusammen. Ich bin so froh, dass ich Marie habe. Ich umarme sie, meine Tränen fließen runter, meine Stimme stockt.
Sie ist eine wunderbare Frau. Und ich habe in dem Moment gar keine Kontrolle über mich. Der erste Gedanke, der kommt, ist, das Leben ist eine Bewegung. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir können nicht an diesen paar Sekunden, paar Minuten festhalten. Wir hatten so eine lange Zeit, die 7, 8 Monate, die waren so schön, so voller Liebe. Wir können die nicht einfach beiseite schieben und uns an diesen kleinen Moment festhalten. Das ist einfach nicht fair. Wir müssen uns auf jeden Fall bewegen. Wir gehen runter, steigen im Auto rein, fahren ein paar Meter, halten an, umarmen uns, weinen, fahren wieder weiter, halten an, umarmen uns, weinen, fahren wieder weiter, halten an, umarmen uns, weiter, 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 bis wir zu Hause sind. Wir brauchen 1-2 Tage, bis wir die ganzen Emotionen erleben und immer wieder erleben, wieder erleben. Wir haben schon eine gewisse Art Ungleichgewicht. Marie ist in Deutschland geboren, in Lübeck. Sie hat eine deutsche Ordnung. Ich bin in Persien geboren. Von den Medien hört man, das ist mir chaotischer. Ich würde sagen, das ist eher die natürliche Ordnung, wie das die Bäume präsentieren. Sie ist in Brasilien aufgewachsen, deswegen kann sie wahrscheinlich auch mit mir mithalten, vom Feuer her. Das, was ich am meisten an ihr liebe, ist, dass sie den Raum zur Verfügung stellt, wo alles andere wachsen kann. Ich bin derjenige, der für die Bewegung zuständig ist. Das ergänzt sich sehr gut. Wenn wir dann 2 Tage später im Krankenhaus sind und unsere Tochter auf natürlichem Wege auf die Welt kommt, ist sie noch warm. Ich nehme sie auf mein Herzen, auf meinen nackten Oberkörper. Und es spielt keine Rolle, ob ihr Herz schlägt oder nicht. Der ganze Raum wird voll mit Freude und Liebe. Das ist ein so schönes Gefühl. Ich fühle, dass ich ein Vater bin. Diesen Moment finde ich so schön. Ich denke, dass es wert ist, jedem zu teilen. Auch 2 Jahre später, wo wir jetzt hier sind. Jedes Mal, wenn wir daran denken, erfüllt uns das mit so viel Liebe, mit so viel Freude, dass gar nichts anderes mehr Platz hat. Ich glaube, dass die schönsten Dinge im Leben keine Dinge sind. Ich glaube, dass Leben eine Bewegung darstellt. Ich glaube, dass wir an Emotionen, die diese Bewegung darstellen oder die Quelle dieser Bewegung häufiger festhalten. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Anfangsgeschichte mit dem Mädchen, mit dem Stein? Auch da sind die schönsten Dinge keine Dinge. Und ich möchte euch mit einem Gedanken anleiten lassen. Was ist das, woran ihr festhält? Was ist das, was ihr loslassen könnt? Ja, Piran, danke. Ich bin noch ein bisschen sprachlos. Sehr ergriffen, emotional abgeholt, wie selten. Ja, du hast mich erreicht. Eine schöne, schöne Geschichte.